So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Minecraft Mega Projekt Staffel 2. Und es ist jetzt nochmal eine Weile her, dass ich das nochmal hochgeladen habe. Deswegen bin ich jetzt nochmal hier, sage ich jetzt einfach mal, mit dem Mega Projekt. Ich hoffe, ihr habt es vermisst, sage ich jetzt einfach mal. Und ja, was haben wir eigentlich in der letzten Zeit gemacht? Wir haben hier eigentlich nur außenrum den Weg gelegt. Ich muss jetzt mal gucken, was ich dann jetzt noch mache. Ich wollte eigentlich vielleicht in der Folge hier mal gucken, dass wir hier vielleicht ein bisschen dekomäßig irgendwie was machen vielleicht. Oder hier den Weg mal ein bisschen schöner machen. Vielleicht machen wir den halt rund. Das wäre, glaube ich, eine Option. Hier haben wir jetzt wenigstens ein bisschen Platz gemacht, aber wir müssen hier noch deutlich was wegmachen. Hier muss eigentlich hinten alles weg. Also hier die ganzen Bäume und alles mögliche. Es ist halt eigentlich alles weg. Hier brauchen wir noch Sand. Habe ich gemerkt, weil wir haben hier von den Stufen ein bisschen zu wenig. Und ja, dann würde ich sagen, begebe ich mich jetzt einfach mal kurz auf Sandsuche. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns gleich wieder nach einem kurzen Cut. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So, da sind wir jetzt nochmal und ich habe jetzt wenigstens ein bisschen Sand mal gesammelt. Knapp drei Stacks, das sollte eigentlich jetzt mal fürs Erste, denke ich, reichen. Ich hoffe, wir haben hier noch eine Werkbank. Ja, haben wir sogar noch. Das heißt, dann machen wir jetzt mal gerade noch ein paar Sandsteine. Ich hoffe, es bleibt nichts übrig. Doch, eins ist natürlich übrig geblieben. Und dann machen wir uns hier noch die Halbstufen. So, ein Stack, das müsste eigentlich reichen. So ziemlich, ein bisschen mehr, eineinhalb Stacks. Das sollte eigentlich alles reichen. Die nehmen wir eigentlich, können wir mal mitnehmen nochmal. Dann steht die hier nicht so rum. Das nehmen wir auch mal noch mit. Und dann machen wir doch mal noch an die restlichen Orte, wo es noch fehlt, ein bisschen Sandstein hin. Hier kommt noch ein bisschen hin. Hatten wir, ich glaube so. Wenn ich mich nicht täusche, ja. Dann müsste eigentlich da hinten, soll es eigentlich auch noch fehlen. Jo. Haben wir hier eigentlich auch eine Tür reingemacht? Ja, da haben wir auch Türen drin. So, da machen wir es am besten auch hier nur die ersten beiden. Und hier auch. So. Da können wir ganz viel Blümchen hinmachen. Und hier an die Ecken mache ich dann immer Bäume oder sowas hin. Ich glaube, jetzt müssen wir eigentlich außenrum alles an den Beeten, denke ich mal, haben. Sieht zumindest mal so aus. Jupp. So, was machen wir als Nächstes dann? Bin ich am Überlegen, ob ich das hier vielleicht nicht... Was willst du, Kuh? Geh weg, Kuh. Ich habe auf jeden Fall noch ein bisschen hier Blümchen gesammelt. Wir gehen jetzt mal noch die anderen Blümchen holen und machen mal die Beete. So zum großen Teil, denke ich mal, dass man sie sich angucken kann. Und wir ordnen mal hier noch den ganzen anderen Kram, den wir hier drin haben. Ordnen wir auch mal noch ein. Hier haben wir noch ein paar Pflastersteine. Die brauchen wir nicht. Können wir erstmal hier reinschmeißen. Das Gute ist, wir haben jetzt schon mal genug Pflastersteine für später. Erze. Die haben wir eigentlich da hinten reingemacht, glaube ich. Die müssten wir hier eigentlich alle haben. Sofern ich mich nicht täusche. Ja, hier ist auch noch ein bisschen was übrig geblieben. So, das kommt da rein. Dann machen wir mal noch die Blümchen. Was haben wir eigentlich hier? Da sind nur die Saplings drin. Hier sind die ganzen Blumen drin. Davon haben wir gar nicht so viele. Aber die können wir ja vermehren. Wer es noch nicht weiß oder wer es nicht wusste. Das machen wir erstmal alles kurz da rein, damit ich mal so einen Überblick habe von dem, was wir alles schon haben. Da sind die Sachen drin. Hier haben wir die Pilze drin, alles klar. Haben wir auch irgendwie... Ah, ich glaube, die Anbausachen haben wir alle da in der Kiste irgendwie so zum großen Teil drin. Da ist dann noch ein bisschen Dreck. So. Schmeißen wir das einfach mal auch hier rein, würde ich sagen. Leder haben wir hier drin. Eier haben wir, glaube ich, hier oben drin. Jupp. Da haben wir noch ein bisschen Eier. Dann Sand. Jetzt kommt so, wir hatten noch Sand. Ne, hatten wir nicht, zum Glück. Sonst wäre ich jetzt unnötig gelaufen. Aber wir hatten keinen Sand. Das ist schon mal gut. So, die behalten wir jetzt erstmal noch. Was ist da sonst noch so drin? Noch mehr Kram. So, die sammeln wir dann auch wieder auf. Ich würde ja gerne hier noch was reinmachen, aber da passt nichts mehr. Die Blumen können wir rausnehmen.
Die vergifteten Kartoffeln nehmen wir, glaube ich, auch raus. Und dann können wir eigentlich hier das Zuckerrohr und so, können wir eigentlich alles da reinmachen. Dann machen wir mal noch hier gerade das alles auch weg. Und dann geht es gleich ans Dekorieren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Oder ich nenne es jetzt einfach mal so. Ah, da ist nur die Spinnnetze. Hier sind die ganzen Spinnenaugen, der ganze Kram drin. Das machen wir am besten auch mal hier rein. Äpfel haben wir dann, denke ich, auch hier drin. Die Karotten machen wir auch da rein. Gut, dann das Knochenmehl, das nehmen wir mal mit auf jeden Fall. Weil ich denke, dass wir das gleich brauchen werden. So, dann machen wir mal hier noch die ganzen Steinstufen weg. Die haben wir, glaube ich, hier alle auch reingemacht. Hier haben wir das alles so ein bisschen eingeordnet. So, die kommen dann auch hier rein. Da haben wir dann noch ganz viel Saplings. Eins, ich bin die ganze Zeit überlegen, welche Bäume ich nehme für unser Haus. Ob ich irgendwie entweder Schwarzeichen oder Fichten-Setzlinge nehmen soll. Aber ich weiß es halt noch nicht, deswegen warte ich mal noch. Und ja, dann würde ich sagen, nehmen wir jetzt einfach mal alle Blümchen mit, die wir haben. So zum Großteil einfach mal alles, was wir jetzt hier so dabei haben. Die können wir ja vermehren, das ist gut. Aber ich glaube, brauchen wir nicht unbedingt. Aber die müssen wir vermehren. Die kann man leider nicht vermehren, die kann man auch nicht vermehren. Das heißt, da muss ich ein bisschen, darf ich eigentlich gar nichts mitnehmen. Die Sonnenblumen müssten wir eigentlich auch vermehren können, soweit ich weiß. Ups, nein, das wollte ich da nicht reinmachen. So. Dann machen wir den ganzen Kram da noch weg. Puff. So, jetzt aber. Jetzt gehen wir mal raus und machen mal ein bisschen was. Geh jetzt mal an die Arbeit jetzt. Danke. So, dann gucken wir doch mal. Wir vermehren erstmal hier die Blume, hätte ich gesagt. Da, 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 da. Ein bisschen wegmachen. So. Das müsste eigentlich reichen. 40 Stück. Wir machen erstmal einfach so alles mit Dings voll. Mit Knochenmehl. Dann können wir mal gucken, ob wir dann halt noch was verändern dran. Und falls was übersteht, wie hier gerade zum Beispiel, macht man es einfach weg. Ist ja jetzt keine große Sache. Ich denke sogar schon, das reicht schon fast eigentlich. So. Hier ein bisschen rein. Manchmal kommen ja auch schon so Blümchen rein, das ist ja gut schon mal. So, dann hier und hier. Einmal hier rumlaufen komplett immer. Und dann gucken wir mal, was wir gleich noch kosmetisch so daran ändern. So, dann haben wir das. Ich würde gerne auf jeden Fall so ein paar größere Blumen reinmachen. Die hebe ich mir vielleicht sogar noch auf. Aber hier so ein paar ist, glaube ich, nicht verkehrt. Sonnenblumen müssen wir auch mal noch ein paar vermehren, würde ich sagen. Machen wir auch mal noch ein paar. Da, 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 da. So. Paar 20, das sollte reichen. Sonnenblume. Die stehen irgendwie immer so zur Sonne, oder? Steht da die Sonne? Wo ist die Sonne? Ne, die Sonne ist da. Aber die Sonne geht da auf. Aber egal. So, dann machen wir hier mal noch eine. So. Und die hier vielleicht noch. Und noch ein bisschen hohes Gras. So. Hier machen wir auch mal noch die. Da nochmal eine. Und dann hier so ein bisschen hohes Gras nochmal. Soll ja nur so halbwegs schön aussehen. So, dann einmal hier. 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 Kommt hier noch ein paar hin. Hatten wir die schon? Nö. Gut, dann noch ein bisschen hohes Gras. Ups, habe ich jetzt eine aus Versehen gemacht. So. Kommt hier nochmal eine hin. Da, da, da. Hohes Gras nach hinten mal. Jetzt habe ich das wieder vermehrt, wollte ich nicht. So. Soll jetzt nicht zu viel sein, aber so bisschen was auf jeden Fall. So. Machen wir hier mal alles ein bisschen dicht. Die können wir eigentlich auch noch ein bisschen verwenden hier. So. Wir machen das einfach mal alles gerade weg. Was willst du jetzt, Schaf? Warum guckst du mich so an? Geh weg aus meinem Beet. Jetzt mache ich wegen dir die Blümchen kaputt. Mann. Doofes Schaf. Wir gehen aber nochmal schlafen kurz. So.
Na, ne, na. Da gabeln wir das nochmal auf und nochmal das. Und dann machen wir gleich noch die Bäume, würde ich sagen. Wenn es passt noch mit der Zeit. So, so. Das passt alles so. Erstmal hier ein bisschen reingehen, so. Das vielleicht wegmachen, machen wir zwei hiervon rein, davon noch eins. Und dann hat sich das ja auch schon. So, nochmal eine Sonnenblume will ich dahin machen. Ne, die guckt nicht richtig, das ist doof. Dann machen wir keine Sonnenblume dahin. Machen wir hier noch zwei von denen. So, dann sind wir ja schon durch eigentlich. Dann haben wir das ja schon alles geschafft. Mache ich mal die ganzen Blümchen, naja, obwohl, die kann ich eigentlich direkt nochmal einordnen gehen. Dann gehen wir die doch direkt mal nochmal einordnen. So. Und dann machen wir noch die Bäume. Erstmal gucken, wo alles nochmal hingehört. Ja, das gehört nicht dahin. Die gehören auch nicht dahin. Und die anderen kommen hier alle rein. So, so. Knochenmehl brauche ich ja dann noch anscheinend, wenn ich die Bäume jetzt noch mache. Holen wir uns noch ein bisschen mit. Jetzt habe ich noch eine Wolle, die ich nicht brauche. Machen wir das erstmal hier rein. Und hier kommt dann noch die Wolle rein. Ich habe immer so einen Tick, bei mir muss immer alles so halbwegs ordentlich sein, deswegen. Nicht wundern, wenn die halben Folgen immer damit verschwendet werden, irgendwas einzuordnen. So, dann nehmen wir uns mal die Bäumchen vor. Ich glaube, ich hole mir die hier mal mit. Ich glaube, die reichen nicht. So. Aber ich denke, wir machen jetzt erstmal noch den vorderen. Ups, ich war schon richtig. Ne, ich war nicht richtig. Bin schon selber verwirrt, wo ich hinlaufe. So muss das sein. Wenn das Haus selber zu groß ist, damit man nicht mehr weiß, wo man ist. Hier in diesem vorderen Teil, wo jetzt hier, also das soll eigentlich der Haupteingang werden. Ich will hier irgendwie wie so einen Parkplatz hinbauen, sowas im Dreh. Aber da müsste ich hier alles halt wegmachen. Und die Schlucht müsste ich dann halt zubauen. Wir haben ja eh genug Erde. Rein theoretisch können wir das machen. Ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich verbringe jetzt den Rest der Folge einfach damit und baue einfach das hier ab. Denke ich mal. Und in der nächsten Folge, denke ich, habe ich das dann alles schon abgebaut. Das mache ich dann alles offline. Damit ihr das nicht alles unbedingt sehen müsst. Weil ich glaube, wenn ich jetzt noch 3 Minuten, 4 Minuten hier dran rumbossel, dann denke ich, reicht das. Und den Rest mache ich dann halt, wie gesagt, offline. Oder halt nehme ich nicht auf. Und dann gucken wir einfach mal. Dann müssen wir natürlich entweder Stein, Pflasterstein oder sonst irgendwas farmen. Dass wir halt sowas in die Richtung kriegen, dass wir auch Parkplätze hinbauen können. Wolle müssen wir farmen. Wolle wird auch dann für die Striche und so, also für die Markierungen so alles. Also da müssen wir ganz schön viel farmen, würde ich sagen. Das mache ich alles offline. Und dann in der nächsten Folge, denke ich, geht es mal daran, dann wie wir quasi hier den Parkplatzbereich bauen. Denke ich mal. Und dann gucken wir einfach. So, mein Inventar ist wahrscheinlich gar nicht groß genug. Oder wahrscheinlich wird die Schaufel davor kaputt gehen. Schade, dass ich keine Schaufel mit Reparatur habe. Natürlich müssen wir dann hier gucken, dass wir das hier auch ein bisschen ordentlich machen noch, dass das nicht so hässlich aussieht. Aber ich denke, das kriegen wir alles hin. So. Und natürlich sage ich jetzt einfach schon mal, wenn das Video euch natürlich gefallen hat, könnt ihr natürlich einen Daumen nach oben da lassen. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Oder eine Bewertung. Oder auch einen Kommentar, was ich vielleicht verbessern kann. Oder was ich verbessern soll. Oder ihr könnt mir natürlich auch in die Kommentare schreiben, was ich bauen soll generell mal. Was eure Ideen sind. Es war mal eine Idee dabei, dass ich einen Weihnachtsmarkt baue. Aber das ist schon ein bisschen lange her. Und da hatte ich auch nicht so unbedingt die Zeit dafür, weil ich so beschäftigt war mit dem Hausbauen und so. Und da muss ich mich natürlich erstmal aufbauen, deswegen konnte ich das halt nicht so verwirklichen. Aber wenn ihr gerne Ideen habt, könnt ihr das auf jeden Fall in die Kommentare schreiben. Dann bin ich mal gespannt, ob ihr gute Ideen habt oder auch nicht. Ich mach das mal jetzt alles noch hier rein. So.
Da, 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 da. Das kommt alles mal da rein. So. Unsere Schaufel hält immer noch. So. Bauen wir das dann noch kurz ein bisschen weg. So. Damit es hier nicht so hässlich aussieht. So. Hier ist ja schon die Schlucht. Aber der Platz muss eigentlich schon groß genug sein, so ziemlich. Und dann würde ich sagen, von meiner Seite aus war's das. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.